bewegte Zeit für eine Bundesschulsprecherin. Dazu gleich eine Frage, wie wird man eigentlich Bundesschulsprecherin? Ja genau, also in Österreich ist das einzige Land, wo es gesetzlich verankerte Schülervertretung gibt. Das Ganze ist so aufgebaut, es wird in jeder Schule, also in der höheren Schule, Schülervertretung gewählt. Und dann die Schülervertreter aus der Schule, also der Schulsprecher, darf am Jahresende die Landesschülervertretung wählen. Und dort wird dann der Landesschulsprecher, Landesschulsprecherin für den jeweiligen Bereich gewählt. Und in jedem Bundesland gibt es drei Landesschulsprecher. Die Landesschulsprecher aus allen Bundesländern bilden dann die Bundesschülervertretung. Also das ist eigentlich von Grund auf eine schulische Angelegenheit und hat eigentlich keine politische Struktur. Genau, also die Schülervertretung ist überparteilich. Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist eine bewegte Zeit derzeit und Sie sind jetzt mitten in der Matura. Wie schaut es da aus mit Ihrem Zeitplan? Also Freizeit bleibt nicht mehr viel über. Man muss halt viel Zeit investieren und viel Zeit eben aufbringen für das Amt, das ich jetzt innehabe für das Jahr. Aber wenn man es gern macht, dann geht das alles. Wie schaut es eigentlich aus mit der Meinungsbildung innerhalb der Struktur? Sind Sie nur Sprecherin quasi für die anderen oder wie stark können Sie sich auch selbst einbringen? Also im Prinzip bin ich die Sprecherin. Also alle unsere Stellungnahmen, alle unsere Forderungen sind demokratisch beschlossen in der Bundesschülervertretung. Nur oft sind halt so Situationen, wo ich um meine eigene Meinung gefragt werde oder wo wir keine fixe Stellungnahme haben als BSV, als Bundesschülervertretung, dann vertritt er meine Meinung. Jetzt gibt es ja bei der derzeitigen Diskussion zwei verschiedene Lehrer- und Unterrichtswelten. Auf der einen Seite geht es um die Diskussion Unterricht überhaupt, was soll gelehrt werden, welche neue Schulformen, welche neue Strukturen. Und auf der anderen Seite geht es eben um das Interesse der Lehrer. Wie weit halten Sie das auseinander? Ist es eher für Sie das Thema Unterricht oder auch fällt da auch das Thema Lehrer hinein? Ja, sicher fällt da das Thema rein, die Lehrer gestalten den Unterricht. Und da ist jetzt auch gerade in die Diskussion um das neue Lehrerdienstrecht, sind da viele Punkte in dem Dienstrecht enthalten, die sich auf den Unterricht, auf die Qualität vom Unterricht auswirken und nicht nur auf Bezahlung oder Arbeitsstunden von den Lehrern. Die Bundesschülervertretung hat sich ja jetzt zum Großteil auf die Seite der Lehrer geschlagen. Ist das auch bei Ihren Kollegen überall eine einhellige Meinung? Ja, einhellig auf jeden Fall. Was ist eigentlich der Grund, dass Sie sich eher für die Seite der Lehrer entschieden haben? Ja, der Grund dafür ist, dass wir eben auch Bescheid wissen, was, glaube ich, viel in der Öffentlichkeit auch nicht diskutiert wird, welche Punkte da wirklich enthalten sind in dem Lehrerdienstrecht. Dass es eben nicht nur geht um Unterrichtsanzahl, die Lehrer eben abhalten müssen oder Gehalt, die sie bekommen, sondern das sind viele andere Punkte, die sich ja auf die Qualität auswirken. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass in den höheren Schulen vor allem, also in AHS und BMAS, Lehrer schon mit einem Bachelorstudium angestellt werden dürfen, laut dem neuen Lehrerdienstrecht. Und zurzeit ist es aber so, dass halt man mindestens einen Master braucht dafür. Das heißt, 3 Semester weniger Studienzeit. Gut, das ist jetzt eine Sache, die mehr wieder in das Lehrerdienstrecht fällt. Aber um konkret jetzt an die Angelegenheit des Unterrichts anzusprechen, was befürchten Sie, dass da schlechter werden könnte? Ja, also da geht es einfach darum, dass ein gut ausgebildeter Lehrer muss da sein, damit die Schüler auch dementsprechend ausgebildet werden können. Weil wenn der Lehrer das Fachwissen nicht hat, wie soll es der Schüler lernen? Ist das jetzt nicht der Fall? Doch, ist schon der Fall, meistens zumindest. Und Sie befürchten, dass es jetzt schlechter wird? Genau, weil zum Beispiel in dem gleichen Lehrerdienstrecht soll auch legitimiert werden, dass ein Lehrer fachfremd unterrichten darf. Was unnötig ist, weil für was macht man Lehrerausbildung ein paar Semester? Ja, aber das wird ja nicht die Regel sein, oder? Naja, es passiert jetzt schon. Sie wollen durch das Lehrer, also meine Vermutung, durch das neue Lehrerdienstrecht einfach nur die gesetzliche Basis schaffen, damit es eben okay ist. Aber das ist nicht okay. Was befürchten Sie da ganz konkret? Ich gehe davon aus, dass ja eigentlich ein deutscher Lehrer oder ein Deutschprofessor immer auch in seinem Fach hauptsächlich unterrichten wird. Möglicherweise Sublimierungen hat es auch in meiner Zeit schon gegeben. Ja, die gibt es immer wieder. Nur ist es nicht Sinn von einer Ausbildung, dass man von wem unterrichtet wird, der sich das am Tag davor selber durchlässt, damit er es kann. Weil da könnten wir Schüler uns selber bilden, ohne Lehrer. Wie schaut es eigentlich auch aus mit der Diskussion von Schülerseite, was jetzt die Mehrstundenanzahl der Lehrer in der Schule betrifft? Ja, also ob die Lehrer jetzt eine Stunde mehr oder weniger unterrichten, da wollen wir uns nicht einmischen.
das Ganze, also die Unterrichtszeit und das Gehalt ist eine Sache zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber und da brauchen wir Schüler jetzt nicht groß mitmischen. Wie schaut es da aus in der Bundesschülervertretung? Gibt es da auch Vorschläge, wie dieses Unterrichtssystem neu gestaltet werden sollte? Thema Notengebung? Vorschläge nicht, wir diskutieren oft, aber kommen zu keinem gemeinsamen Nenner. Stichwort Zentralmatura. Sie sind ja jetzt mitten in der Matura. Es ist für Sie jetzt noch kein Thema, aber wie könnte das zukünftig ausschauen? Ja, zukünftig ist so, ab nächsten Jahr zumindest in alle ASen, dass die Zentralmatura durchgeführt wird. Das Problem dabei ist, dass halt zurzeit gerade ziemlich große Unsicherheit auf Seiten der Schüler, aber auch auf Seiten der Lehrer herrscht. Weil Informationen zu spät gekommen sind, Schulbücher erst vor kurzem erschienen sind. Und da ist einfach ungewiss, wie die Matura ausfallen wird. Und was sagt da jetzt die Schülervertretung? Also wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, dass die Zentralmatura ausgereift ist, wenn die Ersten die Matura machen, damit sie sozusagen keine Versuchskaninchen sind und sie nicht leiden müssen darunter, dass das eben eingeführt wird. Jetzt unabhängig von der derzeitigen Situation, gibt es in der Schülervertretung neue Trends, neue Vorschläge, neue Wege, die vielleicht auch ein bisschen visionär sind? Ja, also es gibt Trends und zwar unsere Vision ist, dass man sie also in der Schule nicht nur auf die Schwächen konzentriert, sondern mehr auf die Stärken und dass ein Schüler seinen Stundenplan selbst gestalten kann, also zusammenstellen kann. So wie zum Beispiel in Amerika mit einem kursartigen System, damit wir unsere Interessen in der Schule erleben können und nicht jetzt Sachen lernen müssen, die wir unser Leben lang vielleicht nicht brauchen werden, weil sie uns nicht interessieren. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück in Ihrem Dasein als Bundesschulsprecherin. Danke.